KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom KinoCast. Hallo Kate. Hallo Erik. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Einen schönen guten Tag, liebe Kate, und hallo, lieber Erik. Hallo, hallo. Auch von mir natürlich an alle Hörerinnen und Hörer. Und ja, ihr seid hier richtig beim KinoCast. Und wir haben Filme mitgebracht für euch. Nämlich aus der Sneak Preview. Da ist es relativ selten, dass wir mal eine Dokumentation sehen. Wir sehen ja meistens immer irgendwelche Spielfilme. Und wir hatten die Doku, obwohl die schon sehr thrillerhaft angelegt war, Nawalny heißt die, über den ganzen Fall mit dem Oppositionspolitiker in Russland. Und dazu kommen wir aber dann später. Außerdem waren wir gestern im Kino, da haben wir noch ganz frische Eindrücke von Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Und da werden wir natürlich erstmal spoilerfrei erzählen und brauchen wahrscheinlich einen Spoiler-Tag und so. Also sei dann, werdet dann rechtzeitig gewarnt, wenn ihr dann skippen müsst zum nächsten Kapitel. Ich habe eine Rezensionsdisc geschaut, wobei ich da jetzt ein bisschen verwirrt bin, weil Recon ist eigentlich französisch für Hai, aber es heißt The Recon. und deutscher Zusatztitel ist Der Hai. Also irgendwie passt das alles nicht so recht. Aber als mich die Verleihfirma gefragt hat, so hey, wir haben hier der Hai, den hatte ich schon ein bisschen auf dem Radar, weil der bald anläuft. Moment, das muss ich vielleicht gar anders sagen, wie es richtig war. Die haben gesagt, hey, wir haben einen Film mit der Hai. Sagt nicht mehr, ich nehme ihn. So war's. Naja, nicht ganz. Ich hatte schon drauf geachtet, weil der ja kommt, der Film. Ich wusste, dass der kommt. Ich hatte sogar schon einen Trailer gesehen gehabt. Und dann, als dann die Mail kam, dass der jetzt bald startet, und da habe ich die angeschrieben, habe ich gefragt, kann ich eine Rezensionsdisk haben, sowas. Ach so, ja. Guck mal, proaktiv, genau. Der Erik. Ja, genau, den will ich sehen. Weil wir hatten ihn, glaube ich, bei Neustarts schon mal besprochen gehabt, und da hatten wir gesagt, ja, und da habe ich gesagt, na, ich glaube, der läuft, den gibt es im Heimkino, der kommt gar nicht ins Kino. Okay, also jetzt ja nur die Vorausschau. Dann sprechen wir, wie ich es hier jetzt gerade im Dokument lese, über die finale Episode von Moon Knight von der ersten Staffel. Und ich habe auch noch ein paar Discs bekommen von einer neuseeländischen Mystery-Komödie, würde ich es mal nennen. Wellington Paranormal oder Paranormal. Darüber werde ich dann nachher mal sprechen. Und die werden wir dann auch in ein, zwei Wochen mal bei Fortsetzung folgt besprechen. Kleiner Teaser, das drücke ich den anderen auch mal mit auf. Was ist Fortsetzung folgt? Ein anderer Podcast, wo ich aber nur Gast bin. Kenne ich nicht. Unbedingt mal reinhören, überall wo es Podcasts gibt. Fortsetzung folgt. Ja. Wir beginnen aber erstmal mit Nawalny, mit der Dokumentation. Was kann man zu einer Dokumentation sagen? Also es behandelt natürlich den Fall mit dem Oppositionspolitiker Nawalny, der sich in Russland gegen Putin zur Wahl gestellt hat. Und ja, wie wir jetzt nun schmerzlich erfahren haben, der Putin ist kein Kind von Traurigkeit. Also der überfällt doch schnell mal andere Länder und so, wenn es ihm in den Kram passt. Und genauso rigide geht er natürlich auch mit Politikern und Leuten aus der Wirtschaft um, die ihm irgendwie gefährlich sein könnten. Und dieser Fall wird hier aufgegriffen, denn es gab ja auch einen Ermordungsversuch oder mehrere. Und der eine Fall, der ist ja richtig bekannt geworden, wo er vergiftet werden sollte, der Nawalny. Und dann im Ausland, in der Charité in Deutschland quasi, wo das entdeckt wurde und wo er dann gesund gepflegt wurde. Und danach wurde in Zusammenarbeit mit CNN und BBC und RTL wurde eine Doku gemacht und gleichzeitig auch ein Enthüllungsvideo, was man sich auf YouTube anschauen kann, was irgendwie zig Millionen Aufrufe hat, und ich habe das nach der Doku mir auch mal angeschaut. Und wir erfahren ja dann auch im Film, also das ist jetzt eigentlich kein Spoiler, man kennt das zwar jetzt alles nicht so im Detail, glaube ich, die ganze Nawalny-Geschichte, aber bringt ja jetzt nichts, wenn wir jetzt lange drumherum reden und irgendwas wegen Spoilergefahr vielleicht nicht sagen oder so. Also er kommt ja dann letzten Endes ins Gefängnis in Russland, weil er kehrt nach Russland zurück, und
er hat eigentlich so die Hoffnung, dass irgendwie noch ein bisschen Rechtsstaat vorhanden ist in Russland, zumindest auch mit seiner Anwältin, wo er dann auch zurückreist, aber sie kaschen ihn dann gleich am Flughafen und stecken ihn ins Gulag und da sitzt er halt jetzt auch noch und er hat für den Fall, dass das eben passiert oder für den Fall, dass er wieder einem Ermordungsversuch zum Opfer fällt, hat er mehrere Dokus aufgenommen und die sollten dann quasi veröffentlicht werden und deswegen kommt diese Doku jetzt auch ins Kino. Ist natürlich jetzt gerade auch hochbrisant wegen der aktuellen Lage mit Russland und diesen Dokumentarfilm hatten wir jetzt in der Sneak Preview, wo Alexander Nawalny in so einer Direktaufnahme, also er erzählt quasi von diversen Begebenheiten in seinem Leben, von seiner Lebensgeschichte, von Sachen, die er herausgefunden hat, was alles so passiert ist und dann werden auch immer wieder Bilder reingeschnitten von den Sachen, ja, von irgendwelchen Demonstrationen oder von irgendwelchen Auftritten und wir begleiten ihn auch quasi so dokumentarisch durch seine verschiedenen Stationen, angefangen von irgendwelchen Reden, die er gehalten hat, bis dann hin im Krankenhaus und was da alles passiert ist und auch die Ermittlungstätigkeit von der, was ist das, irgendein NGO, die sich damit verschrieben haben, irgendwelche Korruptionssachen aufzudecken, die das auch rausgefunden haben, was da jetzt genau dahinter gesteckt hat und mit welchen Mitteln. Ich fand, das wird ein bisschen zu detailliert erklärt, weil wenn das so detailliert erklärt wird, da können natürlich die Bösen dann beim nächsten Mal drauf achten, das nicht mehr so zu machen, Chris. Ich weiß, was ich meine. Das fand ich ein bisschen, ich weiß zwar, wie das so gehen kann, aber hier war es mir ein bisschen zu detailliert erläutert, weil man weiß ja, was dann die anderen für Möglichkeiten haben und dann haben die auch Möglichkeiten, sowas in Zukunft zu umgehen. Ne? Ich hätte dann lieber nicht meine Karten aufgedeckt und denen das so dargestellt. Meinst du jetzt Moskau 4 oder wie war das? Zum Beispiel, ja, aber auch diese ganze Ermittlung, wie sie herausgefunden haben, wer dahinter steckt, über die Telefonnummern mit der Zuordnung zum Autokennzeichen und so weiter und mit dem Einkauf der Daten im Darknet und so weiter. Das hätte ich vielleicht nicht so detailliert dargestellt. Hätte nur gesagt, ja, wir haben das hier mit Ermittlungsarbeit rausgefunden und ja, das vielleicht ein bisschen offen gelassen. Aber insgesamt extrem spannend auch erzählt gewesen. Ich habe allerdings auch noch ein paar kleine Kritikpunkte, aber kannst du ja erst mal sagen, was du so davon gehalten hast. Ja, also bei mir war es wirklich so, ich habe das kurz vorher erfahren, was kommt und habe schon gedacht, oh je, also im Internet stand es mit 2 Stunden irgendwas, dann Nawalny halb Doku, halb Dings, wo ich schon gedacht habe, so, boah, das könnte ziemlich ja, anstrengend werden und ziemlich ja einfach unschön und vielleicht auch boring. Und am Ende saß ich dran und habe teilweise den Mund nicht mehr zugekriegt, weil es einfach so abstrus ist, was da vor sich ging, was da passiert ist. Und es sind halt ganz arg viele Originalaufnahmen einfach dabei. Es ist ja jetzt nicht irgendwie was nachgedreht oder so, sondern es ist schon gezielt in diese Richtung gemacht worden. Klar, also es ist bestimmt viel nachgedreht worden, wenn man sieht, dass er TikTok-Videos aufnimmt und bliblablo. Und auch dafür immer wieder neu angesetzt hat. Hier neu angesetzt, da neu angesetzt. Deswegen, da bin ich schon ein bisschen vorsichtig, was das alles angeht. Aber insgesamt war es einfach sehr, sehr cool gemacht, sehr gut gemacht, sehr spannend auch aufgebaut, weil du ja im Endeffekt weißt, was passiert. Ist aber einfach abgedreht. Also auch mit was für Idioten du das teilweise zu tun hast, kann man nicht anders sagen. Wenn man da anfängt, am Telefon frei weg von der Leber zu erzählen, über alles Mögliche muss ich nur ausgeben als jemand anders und schon geht's ab. Also, ja, das konnte ich aber sogar ein bisschen nachvollziehen. Ja, natürlich kann ich es nachvollziehen, aber es ist einfach bitter, wenn man sich für so super intelligent hält, aber dann einfach, wie halt in jedem System der Mensch die große Schwäche ist.
Anders kann ich es auch wieder nicht sagen. Ja, ja, und auch wie bei Hackern oder so. Die Systeme sind natürlich nicht das Problem, sondern die Menschen. Ja, natürlich. Das ist deswegen bestimmt alles super gut durchdacht und super gut geplant. Aber dann halt im Endeffekt kommt irgendeiner und macht da andere Späße draus, die vielleicht nicht so sein sollten. Das fand ich auf jeden Fall mega gut zu sehen, mega spannend zu sehen. Und ja, wie schon gesagt, es gibt so ganz viele Momente, wo du dir denkst, was? Und okay, haben sie nicht gemacht? Und okay, wie dilettantisch ist das denn jetzt aufgezogen? Und ja, die Wege und wie alles funktioniert, klar, ist jetzt ganz viel von einer Seite, die da jetzt kam. Die andere Seite werden wir, glaube ich, nie erfahren, was da wirklich ist. Was natürlich super schade ist. Oder was da war. Und das werden wir auf gar keinen Fall in irgendeiner Form irgendwie erfahren. Aber es wirft absolut kein gutes Licht auf die russische Regierung um Wladimir Putin. Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Es ist halt für mich auch erschreckend gewesen, da so viele Sachen quasi wiederzuerkennen, wie es damals in der DDR war. Das habe ich ja in jungen Jahren noch so mitbekommen. Ne? Da war halt wirklich, das war halt genauso krass, ne? Wenn halt wirklich Leute irgendwie Oppositionelle oder wenn da welche nicht einverstanden waren, wie dann die Polizei da vorgegangen ist und die einfach irgendwie weg nach Bautzen geschafft hat zu den politischen Gefangenen oder so. Die DDR hat ja damals auch so ein richtiges Geschäft draus gemacht, indem sie einfach viele Leute verhaftet haben wegen politischen Themen und die dann quasi in Westen irgendwie verkauft hat oder so, dann um Westgeld zu generieren. Ne? Ganz schlimm. Also ja, und das offensichtlich funktioniert ja hier in Russland auch immer noch und wie wir ja auch sehen an dem Krieg, absolut erschreckend, so diese Parallelen da wieder zu erkennen. Was mich auch noch sehr erschreckt hat, dass ich verdammt nochmal gut das Russisch verstanden habe. Ich verstehe viel besser Russisch als Französisch. Das ist so eine Schande, obwohl ich das so viele Jahre nicht gehabt hatte. Ich habe damals in der Schule, ich würde viel besser, viel lieber Französisch sprechen oder meinetwegen irgendeine andere Sprache. Dieses blöde Russisch, ich will es nicht mehr. Lieber Spanisch oder meinetwegen auch Türkisch. Es gibt so viele türkische Kollegen und Mitbewohner hier bei uns oder die so Türkisch sprechen. Ich würde so gern Türkisch können, aber das ist so schwer. Und dann stattdessen kann ich Russisch, was ich überhaupt nicht, ich habe gar keinen Bock, Russisch zu sprechen. Naja. Jedenfalls ganz erschreckend, also diese Doku. Und wer das aber noch ein bisschen vertiefen möchte, das Thema, ich habe mir tatsächlich auch diese zweite Doku angeguckt, die zusammen mit CNN entstanden ist. Das ist so eine Art Rezo-Enthüllungsvideo, was Nawalny gemacht hat, nenne ich es jetzt mal. Also wo er wirklich die Machenschaften von Putin wirklich nahezu alle so aufdeckt. Am besonderen Beispiel von dem Palast, den er sich selber hat bauen lassen. Die Doku heißt auch irgendwie Dvorets La Putina, also ein Palast für Putin. Historia Samoy Bolshoi Vyatki, also die Geschichte der größten Bestechung so ungefähr. Und man kann sich das mit Untertiteln anschauen. Man kann ja bei YouTube Untertitel hinzufügen. Und das würde ich eigentlich jedem empfehlen, der irgendwie noch denkt, Putin, ja, das ist ja ein ganz guter Typ da, der hat das alles ganz gut im Griff. Ey, was da passiert ist, und es geht nicht nur um den Palast, den er sich hat bauen lassen, mit welchen dubiosen Mitteln. Und es geht auch um diese ganze korrupte Clique, die dahinter steckt. Sag mal, so Gazprom und so weiter. Und wo man dann einfach sagt, ja, auch wenn wir jetzt vielleicht dann, wenn vielleicht die Energiepreise bei uns ein bisschen hochgehen, aber wir sollten dieses korrupte System auf keinen Fall unterstützen durch irgendwelche Gas- oder Erdölimporte weiterhin. Ne? Hätten wir eigentlich schon viel früher aussteigen sollen aus dem. Ja, gut, okay. Aber dann zeig mir ein System auf der Welt, was nicht korrupt ist. Ja, naja, ich sag mal so, es gibt ja verschiedene Korruptionsstufen. es gibt ja den Korruptionsindikator, ne? Also je nachdem, es gibt ja, was weiß ich. Ja gut, aber das ist wieder wie es gibt auch verschiedene Stufen von ich habe Drogen in der Hand. Also das ist genau. Schau dir mal die Doku an, ja. Ich verlinke sie mal mit. Die YouTube-Doku. Ja, klar, ist korrupt. Also. Dann sollte man sich fragen, sollte man wirklich mit den Leuten weiter Geschäfte machen, die so rigoros vorgehen und auch andere Länder überfallen und alles, ne? Die stecken ja da alle mit drin.
Aber ansonsten, die Nawalny-Doku war schon absolut sehenswert, war auch was Besonderes. Definitiv. In der Sneak. Es sind ein paar Leute rausgegangen. Ich denke mal, die haben wohl vielleicht eher einen anderen Film erwartet oder so oder auf einen Film gehofft. Wurden ja auch ein paar andere Filme getippt. Und aber ansonsten, man saß teilweise wirklich vorne auf der Kante vom Sitz, weil es irgendwie so spannend war. Und es war ja auch alles, ja, man wusste ja, das ist real. Und ja, genau, meine Kritikpunkte. Ich hätte mir am Anfang irgendwie ein kleines Intro gewünscht, was wir jetzt gleich sehen. Hat er doch gemacht? Ja, nee, ich war mir am Anfang nicht so ganz sicher, ist das jetzt hier so eine, es gibt doch zum Beispiel auf History Channel oder so diese Nachgestellten, weißt du, wo dann so bestimmte Sachen irgendwie nochmal nachgestellt werden und so. Ich war mir am Anfang nicht ganz so sicher, ist er das überhaupt, weil er ist ja eigentlich in Haft, ne, wie geht das und so. Und oder ist das jetzt jemand, der ihn spielt, habe ich mir gedacht. Ne? Das habe ich auch überlegt. Ja, also da hätte ich mir ein bisschen eine Einordnung gewünscht, um da eigentlich sofort besser reinzukommen in das Ganze. Und ja, das ist eigentlich so mein Hauptkritikpunkt, dass mich der Film am Anfang nicht sofort richtig abgeholt hat. Und ansonsten fand ich den sehr, sehr sehenswert. Ich mag ja auch sowieso Dokumentationen sehr gerne und gibt es ja auch mittlerweile auf Streamingdiensten sehr gute. Also sollte eigentlich jeder mal auch gucken, auch aus aktuellem Anlass. Und ist eigentlich eine Schande, dass solche Oppositionspolitiker einfach mal da so weggesperrt werden und aus welchen Gründen auch. Das kann man auch mal, das wurde jetzt in der Dokumentation ja nicht so sehr erwähnt, aber mit welcher Begründung er jetzt eigentlich für 20 Jahre in Haft gelangt ist, das ist ja wirklich völlig absurd. Das empfehle ich jedem einfach mal ein bisschen googeln, mal, ja, sucht euch die Seite, die euch am besten gefällt und lest euch das einfach mal durch. Ist total verrückt. Total verrückt, was da abgeht. Ja. Definitiv. Also hat mich aber wirklich sehr stark so an DDR erinnert. Ich hatte so oft so ein Kloß im Hals, wo ich dachte, oh Gott, ich dachte so, das hätte man jetzt schon irgendwo, ich dachte, sowas kann vielleicht noch in Nordkorea oder so vorkommen, aber jetzt nicht unbedingt in Russland und so. Hey. Aber na gut, ist halt kein System da vorgefeit, dass dann solche Herrscher da so ihren Anspruch da durchsetzen wollen. Naja, punktemäßig, warte mal, du hast deine, sag mal deine, ich guck mal kurz, was ich gegeben habe. Ich habe 8 Punkte gegeben von 10. Was habe ich denn gegeben? Ich habe sogar 9 gegeben, ja. Genau, ich gebe auch 9. Hat mir sehr gut gefallen als Doku. Wobei gefallen ist ja schwierig, weil das ja ein sehr heftiges Thema ist. Und auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert fand ich den Film. Wie lautet denn der Tipp für die morgige Sneak Preview? Eine schwierige Reise. Oh, ist da schon was gekommen außer der Biene Maya? Es gibt den Tipp Sundown, Geheimnisse in Acapulco. Und ich habe mir noch überlegt, ich habe nämlich zuletzt den Trailer angeguckt zu Dog. Und da gehen ja der Hund und das Herrchen auf eine Reise. Und der Hund ist nicht ganz so einfach. Deswegen dachte ich, passt vielleicht auch der Film Dog. Mhm. Ich lese gerade mal durch, worum es da geht bei der Acapulco. Ist ein Film mit Tim Roth und Charlotte Gainsbourg. Geht um Familienurlaub, der von einer Tragödie unterbrochen wird. Okay. Klingt nicht nach einem Feelgood-Film. Schauen wir mal, was uns morgen in der Sneak Preview. Vielleicht fällt mir auch noch was ein. Ich hatte irgendwie keinen so rechten Gedanken zu dem Thema. Vielleicht fällt mir noch was ein, dann schreibe ich es noch rein in die Tipps. Okay, wir waren ja gestern nochmal im Kino. In Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Chris, möchtest du dir mal vorstellen? Kann ich gerne machen. Es geht wieder los mit Marvel-Filmen. Die große Pause scheint vorbei zu sein oder ist vorbei. Die etwas größere Pause, es war schon Spider-Man-Auftakt mit im Dezember und jetzt war ein bisschen Luft bis eben Mai. Also zwischendurch war ja hier Morbius, der allerdings nicht so ganz für mich reingepasst hat bisher. Und da ist Dr. Strange wieder da in seinem zweiten Solo-Auftritt nach 2016 war es, glaube ich. Passt das?
Doctor Strange, der erste. Kurz überlegen, ich habe nämlich 2016, ich glaube, es war, ja, 2016. Nach 2016, also jetzt wieder, schlüpft Benedict Cumberbatch in die Rolle von Doctor Strange. Also nicht er schlüpft erst jetzt wieder, sondern in, wie gesagt, dein das Solo-Album, Solo-Auftritt. Und Doctor Strange ist. Warum lachst du jetzt? Ich habe aus Versehen, ich wollte ganz schnell tippen, habe aus Versehen nach Dr. Stange gegoogelt, war nur froh, dass da kein Pornofilm kam. Ja. Habe mich gewundert, warum das nicht findet. Und dann waren wir auch gleich in der Schnellauflistung dabei bei dir. Ne? Ja, deswegen. Aber es kam kein Pornofilm, muss ich sagen. Eventuell, also eventuell mal hier Browserverlauf oder so. Der neue Dr. Strange in der Multiverse of Madness ist also jetzt endlich dann gestartet, war lange erhofft, ja, mit eben, wie ich schon gesagt habe, Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle, dann ebenfalls in der großen Hauptrolle Elizabeth Olsen als Wanda Maximoff bzw. Scarlet Witch und Xochitl Gomez als America Chavez America Chavez bzw. Miss America, was ich allerdings, muss ich sagen, muss Gleich zu Beginn schon mal ein Kritikpunkt, das hat mich schon ein bisschen gestört. Oh, wir müssen America retten. Mhm. Und ich saß die ganze Zeit dran. America, fuck yeah. Fuck yeah. Benedict Wong als Wong ist wieder dabei. Rachel McAdams als Christine ist natürlich auch dabei. Und ganz arg viele andere sind auch dabei, auf die ich jetzt noch nicht eingehen möchte. Doctor Strange fängt direkt damit an, dass man sieht, wie Doctor Strange mit eben einem jungen Mädel irgendwie vor einem bösen Monster auf der Flucht ist. Doctor Strange, das jetzt nicht ganz so frisch überlebt, mehr oder weniger, und sie springen durch oder rutschen durch ein sternförmiges Loch und landen eben in einer anderen Dimension, in einem anderen Multiversum, und man ist direkt drin. Es gibt keine Anlaufzeit in diesem Film, sondern man ist wirklich direkt drin. Und es geht dann eben darum, dass dieses Multiversum bestimmte Sachen mit sich bringt. Ich will gar nicht so viel verraten, weil der Trailer nicht so viel verrät in dem Endeffekt. Also der Trailer verrät einiges, aber nicht alles. Es ist für mich auch schwer zu sagen, denn die Rolle von Wanda Maximoff bzw. von der Scarlet Witch, wie das mit zu vereinen ist. Welche Rolle sie spielt, das wäre schon zu arg gespoilert, würde ich sagen. Wie seht ihr das? Tut mir da gerade ein bisschen schwer. Definitiv, ne? Wir können ja mal. Also, was man vielleicht noch sagen kann, der Film spielt nach den Ereignissen von WandaVision und nach den Ereignissen von Spider-Man No Way Home. Das heißt, es geht chronologisch also weiter, es ist keiner, der irgendwie eine Zwischensequenz erzählt oder so. Und ja, das wäre vielleicht noch interessant zu sagen. Und alles andere ist echt so dann hauen wir schon mal in die Spoiler-Richtung. Ja, warte mal. Ja. Wir haben ja auch wieder gefunden. Achtung, Spoilerwarnung. So, dann können wir jetzt befreit hier aufspielen. Jetzt können wir ein bisschen befreit aufspielen. Also, ich hätte noch erwähnen sollen, vielleicht Regie Sam Raimi, und das merkt man. Ach so. Ich weiß gar nicht, wie oft Erik neben mir gemeint hat, Signature Shot. Ja, und das Bruce Campbell noch mit dabei, das ist auch ja, genial. Bruce Campbell dabei, fand ich super. Und auch mit seiner Hand, das war ja bei Tanz der Teufel schon, wo die Hand dann besessen war und ihn geschlagen hat, dass da hier nochmal so ein kleiner, ach, ich mag Sam Raimi einfach, ich mochte auch die ersten Spider-Man-Filme mit Sam Raimi. Ich bin eigentlich, ich habe damals so mit Superhelden nichts anfangen gewusst, also, und ich bin in die Spider-Man, in den ersten Spider-Man-Film rein wegen Sam Raimi, weil ich wusste, der hat's gedreht. Da habe ich gedacht, okay, das könnte mir gefallen, weil er es gedreht hat. Und dann hat es mir auch wahnsinnig gut gefallen. Und ja. Ja, der macht es schon gut. Ja, obwohl, der macht doch Scheiße. Also das, man muss dann echt gucken. Also der hat auch manchmal, greift er ein bisschen daneben und so. Kommen wir ja vielleicht noch so zu der letzten Szene oder so. Aber ich mag es halt, dass der so ein bisschen ja unkonventionell ist, Sachen macht, die nicht so dem typischen Mainstream entsprechen, und da ein bisschen, ja, das mag ich halt, und das ja, gefällt mir sehr gut. Und auch, dass hier so ein bisschen, der Film war insgesamt dreckiger, nenne ich es jetzt mal, als die üblichen. Ja, es war ja Horrorfilm. Und gruseliger, definitiv. Ja. Also der hat schon ziemlich heftige Szenen teilweise drin.
Splatter. Kann man nicht anders sagen. Das war also jetzt dadurch, dass wir jetzt im Spoiler-Talk sind, können wir auch einfach sagen, dass Doctor Strange zusammen mit America durch die Universen springt und verschiedene Realitäten der Welt kennenlernt, mit verschiedenen Superhelden, die einen vielleicht man schon kennt aus Serien wie What If und andere, die wieder auftauchen und Charaktere, die neu eingeführt werden und das erste Mal in der Marvel-Timeline überhaupt in diesen Film auftauchen. Wer die Trailer angeguckt hat, weiß, von wem ich rede. Und das ist schon sehr geil, weil wir halt verschiedene Arten der Welten kennenlernen, verschiedene Doctor Strange-Geschichten kennenlernen und er halt auch mit den verschiedenen Möglichkeiten umgehen muss, was da so passiert ist. Und immer wieder trifft er auf eine neue Version seiner großen Liebe und das ist, kommt halt auch noch mit dazu. Ja, also ich denke mal, die jetzt im Spoiler-Talk zuhören, die haben den Film schon gesehen, deswegen brauchen wir vielleicht nicht so viel zur Story, aber die eigentliche Story ist ja, dass Scarlet Witch möchte in eine andere Dimension, wo sie oder wo Wanda Maximoff die Mutter von zwei Kindern ist und sie will die Position quasi einnehmen. Und dazu will sie dieses Dark, wie heißt das, Darkhold ja, nutzen. Und es werden aber alle warnen davor, dass man mit diesen Dimensionen nicht so rumspielen sollte. Und dann taucht eben diese America ja am Anfang schon auf, die Fähigkeit hat, durch die Multiversen zu reisen. Am Anfang, sie kann aber ihre Kräfte nicht so recht kontrollieren. Es passiert eher so, wenn sie irgendwie sehr ängstlich ist, dann macht sie ein Portal auf und reist dann oder transportiert die Leute dann in das Portal, die fliegen dann durch diverse Dimensionen und ja, um natürlich dann Wanda Maximoff oder Scarlet Witch aufzuhalten, die ja sehr, sehr mächtig ist, müssen durch und verschiedene Portale gereist werden. Hat. Ja. Und war mir dann am Schluss auch ein bisschen zu easy, dass sie einmal so mit ihren Kindern so, ach ja, jetzt bin ich geläutert, jetzt lasse ich das sein. Die hat am Anfang so dermaßen einen Klatsch weg, dass ich dachte, okay, also einmal in die Augen der Kinder gucken, die ihre wahre Mutter behalten wollen, also sofort geläutert. Ich weiß ja nicht. Aber gut, das ist halt ein Film, die konnten sie ja nicht noch eine halbe Stunde ziehen oder so, die Entwicklungsgeschichte. Nee, ich glaube ehrlich gesagt, dass es gar nicht nur diese Szene war, sondern auch immer wieder die Worte von Strange, die ja auch schon so klein, und sie weiß doch selber, dass es das Falsche ist, sie weiß es, sie will es nur nicht akzeptieren. Mhm. Und dann über den Film hinweg werden immer wieder die Worte zu ihr gesagt, das geht nicht, das kannst du nicht machen, das sind nicht deine Kinder, was ist mit der Wanda in der Realität dann, das kannst du nicht machen. Und das hallt ja mit Sicherheit immer wieder in ihrem Kopf rum. Und dann als ihre Kinder, also die Kinder von der anderen Wanda, Angst vor ihr haben und einfach nur ihre Mutter beschützen wollen, war das vielleicht einfach nur der Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen bringt und ihr das dann endlich Vernunft einbläut. Ich habe das, also so habe ich es zumindest wahrgenommen. Ja, kann natürlich viel, viel sein. Also ja, so, ich denke mal, das ist auch das, was der Film uns sagen will, so was du jetzt gerade gesagt hast, ja. Für mich war es dann doch ein bisschen zu easy, ne? Ich meine, so, wir Gamer wissen, dass da hast du so einen übelsten Endgegner und dann reicht irgendwie so ein kleiner ist der Endgegner, gibt man auf plötzlich. Ja. Ja, aber das war auch wie mit diesem Buch. Ja, dieses böse, böse Buch, dieses verzauberte Buch. Und da reicht es, wenn er einer ein Messer reinsteckt. Ja. Ich hatte auch noch gewundert, dass bei dem anderen Buch, dass der nicht nur irgendwelche Worte sagen musste, bevor es aus der Wiege nimmt, wie damals bei Armee der Finsternis. Klaatu, Verata, Nektu. Und dann, wo er sich immer verhaspelt hat. Genau, wo er diesen Zauberspruch sagen sollte, Bruce Campbell. Achso, ihr habt Teil 2 nicht gesehen, oder? Tanzerteil? Nee, Teil 3? Doch, habe ich. Teil 3, ja. Ich nicht. Habe ich gesehen. Ja. Ja, aber ja klar. Das Necronomicon, das Buch des Blutes. Auf Menschen, in Menschenhaut gebunden. Ja. Was mich irgendwie, was das, also ich gebe einen Kritik, also ich ziehe auch einen Punkt in meiner Wertung ab, wegen zwei Kritikpunkten. Das erste ist einfach diese Geschichte um die America, ich weiß nicht, das ist irgendwie so, als hätte man einfach nur eine Figur einführen müssen, damit wir überhaupt zwischen den Multiversen reisen können.
dass es keine andere Erklärung dafür gibt. Und deswegen musste diese Figur eingeführt werden. Ich hätte da gern noch ein bisschen mehr erfahren. Vielleicht kommt es noch, keine Ahnung. Aber das hat mich ein bisschen gestört. Und der Punkt mit dem, dass Wanda ihre Jungs beschützen muss. Also immer dieses, meine Jungs, meine Jungs, meine Jungs, wo sind meine Kinder, wo sind meine Jungs, haben es irgendwann verstanden. Also das sind so zwei Kritikpunkte, warum ich auch einen Punkt abziehe bei der Filmbewertung nachher. Die fand ich nervig. Und irgendwie schade, das hätte anders, ein bisschen anders sein können. Insgesamt ging der aber ja nicht so lang wie manche anderen. Ging irgendwie 2 Stunden oder nicht mal 2 Stunden. Das war eigentlich ganz okay von der Länge her. Mhm. Weil die letzten Marvel-Sachen, die waren ja extrem lang immer, ne? Und fand ich hier schön knackig. War auch extrem flott erzählt, fand ich. Fand ich aber gut, ja. Ja, hat sich nicht lange aufgehalten mit irgendwas, sondern das ging halt gut voran. Und selbst wenn man dachte, okay, jetzt kommt bestimmt erstmal eine lange Erklärung, so und so und so. Und dann, ja, das ging echt gut voran. Hatte eine schöne Pace, der Film. Und ich kann jetzt manche, also der Film hat ja so ein bisschen gemischte Kritiken jetzt bekommen, weil manche mochten das, glaube ich, nicht, dass der so ein bisschen in diese splatterige Richtung geht und so. Aber mir hat es echt gut gefallen. Ich hatte viel Spaß bei dem Film. Und auch so die Pace hat das auch gemacht. Ich war eigentlich die ganze Zeit so voll dabei bei dem Film. Mhm. Da. Ja, das, ich auch. Das ist richtig, das ist vollkommen richtig. Ich fand es halt, wie gesagt, du wirst direkt reingeworfen mit einem neuen Charakter, der jetzt halt da ist und nicht arg viel Einführung, sondern das auch mehr so nebenher passiert ist. Und da setzt so meine Kritik dann auch ein bisschen an. Das fand ich, ich will nicht sagen plump, aber es war mehr so, hier, da ist es, nimm und friss. Aber es war auch einfach gar keine Zeit, weil ich glaube, die hätten noch viel, viel mehr erzählen können. Also was auf jeden Fall nicht ist, der Film ist, wie ich fand, zu keiner Stelle irgendwie langweilig, sondern kommt mit einigen Überraschungen daher, mit vielen Referenzen auch und halt auch mal auf eine ganz, ganz andere Art und Weise, weil halt doch sehr, sehr viele doch rude Szenen drin sind. Also er ist ab 12 freigegeben, finde ich schon mutig. Ja. Aber drunter würde ich tatsächlich auch nicht machen. Also da muss ich auch mal sagen, so hui, da war, ja. Nee, dafür ist es, glaube ich, zu blutig teilweise, ne? Ja, noch nicht mal. Es ist ja das Blutige, da kann ich auch Tagesschau gucken, da sehe ich auch ganz viel Blut. Aber halt so wirklich so ein paar Elemente drin, wo man denkt, hoppala. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr gelungen, passt sehr, sehr gut rein, erzählt sehr, sehr konsequent alles weiter und lässt halt hinten raus, aber hallo, hey, eigentlich so ziemlich alles offen. Mhm. Und er öffnet dahingehend die Tür, dass jetzt meiner Meinung nach alle Filme von Marvel, alle Superheldenfilme, die gemacht wurden, einfach komplett in den Kanon reinpassen. Ja, ist ja dann immer. Ist ja dann bei Star Trek gibt es ja auch so eine Sache, ne, mit irgendwelchen anderen Universen und sowas da und Zeitlinien. Ja, aber das ist und einfach so. Wichtig, ja, dass es auch genau mal gemacht wurde. Ja, ja. Finde ich gut, dass man da auch manche Sachen, manche Personen nochmal wieder auftauchen, die man jetzt lange nicht gesehen hat oder die irgendwo anders aufgetaucht sind. Und da haben sie eigentlich ein Riesenspiel, wie sie jetzt geschaffen. Wird sehr spannend, wie sie das machen. Aber so richtig, was da jetzt in dem vorhergehenden Cinematic Universe, da gab es ja so diesen einen Endgegner, nenne ich es jetzt mal, der nach und nach aufgebaut wurde. Und bin ich jetzt mal gespannt, in welche Richtung es hier geht, ob es dann irgendwie Scarlet Witch sein wird, die dann doch nochmal am Rad dreht irgendwie und was anderes macht und oder wie oder was. Oder aber ich glaube fast nicht nach dem Ende jetzt. Oder ob es vielleicht Doctor Strange selber wird, der dann abtrünnig wird, weil den haben wir ja in einem anderen Universum gesehen als den großen Bösewicht, der das große Chaos auslöst, ne? Vielleicht geht es ja sogar in die Richtung, dass Doctor Strange quasi aus einem anderen Universum Chaos stiftet oder so. Wer weiß. Ja, oder sogar, dass wir tatsächlich die Helden aus anderen Universen kennenlernen, wie jetzt zum Beispiel da, als wir in dieser Welt waren mit den Illuminati. Hm. Dass vielleicht da auch mal aus einem anderen Universum eine Marvel-Geschichte erzählt wird. Fände ich auch interessant.
sehr. Ja. Sehr interessant. Was ist jetzt der nächste? Thor, Love and Thunder, wo Thor, wir auch den Trailer gesehen haben, der mir wieder sehr gut gefallen hat. Auch so im Kino war schon geil. Der Trailer, herrlich. Kate, der ist in Sydney gedreht hier. Was ist los hier? Ich erwarte mehr Begeisterung von dir. Ja, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Film hin will. Deswegen, ich tue mich echt schwer. Und der Trailer ist so... der wird gut. Weiß ich nicht, so bunt und so mit Absicht lustig. Das Problem ist ja auch, dass die Marvel-Filme, die ich am wenigsten mag, sind die Guardians of the Galaxy-Filme. Also ich finde die schon gut, aber wenn ich sie überspringen würde, wenn ich jetzt einen Rewatch mache, würde ich die wahrscheinlich überspringen, vor allem den zweiten, weil die finde ich am wenigsten interessant. Und dadurch, dass die ja da mit dabei sind, die Guardians of the Galaxy, ich weiß nicht. Der Trailer macht mich noch nicht glücklich. Ja. Ich werde ihn mit Sicherheit mit euch angucken, keine Frage, aber so Bock drauf wie auf Doctor Strange habe ich nicht. Ich schon. Also von Taika Waititi, der Thor Tag der Entscheidung gemacht hat und Jojo Rabbit und so weiter. Und der auch, da kommen wir später dazu, der Creator der Serie Wellington Paranormal ist, die ich ja dann besprechen werde. Da habe ich echt Bock drauf. Also das, ich mag dem seine Sachen. Bin sehr gespannt. Kommt ja bald. Ist nicht mal lange hin. Jetzt geht's voran. Jetzt kommt echt viel. Aber Punkte, ich wir müssen Punkte geben. Habe irgendwie das Gefühl, ich muss irgendwie Morbius doch nochmal gucken, weil vielleicht gab es da irgendwelche... Ich will mich nicht spoilern lassen, was es da für Szenen nach den Schriften gab, hier Post-Credit-Scenes. Deswegen, mal gucken. Punktemäßig, ich gebe da lockere 9. Hat mir gut gefallen. Ja, bin ich auch dabei. 9 Punkte. Ich bin bei 8 Punkten, weil wie gesagt, dieses hier ist ein neuer Charakter, friss oder stirb, fand ich ein bisschen schade. Und wenn man jetzt WandaVision nicht gesehen hat, wird man schwer reinkommen. Und wenn man nicht wirklich bei der Sache ist, wird der Film sehr, sehr verwirrend sein. Deswegen glaube ich, dass er das breitere Publikum tatsächlich nicht komplett abholen wird. Deswegen 8. Von 10. Was aber auch ordentlich ist. Ich denke mal, wer so Marvel-Fan ist und in die Kinofilme reingeht, wer in Doctor Strange Multiverse of Madness geht, der hat auf jeden Fall den vorhergehenden Doctor Strange gesehen, der hat wahrscheinlich auch die Serie gesehen. WandaVision, oder? Ja, denke ich doch. Vielleicht nicht unbedingt Wenn man die Möglichkeit hat. What nicht if. Jeder hat Disney Plus. Ja, ach na ja. Ich sag mal so, für Film- und Kinofans, da gibt es ja durchaus eine Schnittmenge von Marvel-Fans und Star Wars-Fans, die haben eigentlich alle Disney Plus, denke ich doch. Und wenn man What If gesehen hat, hat man einen Vorsprung. Ja. Ich bin da nicht so richtig, ich habe irgendwie etliche Folgen geguckt, aber so richtig hat es mich nicht gerissen. Ich fand das zu abgedreht dann teilweise. Ist eine schöne Spielerei gewesen, aber nichts für mich, das habe ich schon gemerkt dann. Okay, so Mensch, da sind wir jetzt erstmal durch mit dem Kinofilm. Wollen wir vielleicht jetzt erstmal die Charts und Neustarts machen? Das passt vielleicht am ehesten zum Bereich. Du musst den Spoiler-Talk beenden. Kino, ja, das kann ich natürlich auch. Warte mal hier. Achtung, Spoiler. Danke für den Hinweis. Dann sagen wir nochmal kurz die Punkte für Dings hier. Doctor Strange in the Multiverse of Man. Also ich gebe 9, Kate. Ich gebe auch 9. Was? Ich gebe 8 Punkte, weil ich, wie gesagt, holprig fand am Anfang mit diesem hier ist der neue Charakter und für viele, die Serien davor nicht gesehen haben, dass die Schwierigkeiten haben, da reinzukommen. Also Empfehlungen, Serien gucken vorher, also WandaVision hast du empfohlen und What If auf jeden Fall und den vorhergehenden Doctor Strange ist auch nicht verkehrt und sollte irgendwie ein bisschen sattelfest sein im Marvel-Universum aktuell, dann genau. Macht's viel Spaß. Okay, dann machen wir jetzt mal die Kinocharts und Neustarts, das passt ja irgendwie am besten zum Bereich Kino. Kinocharts und Neustarts. Ich vielleicht mal in unserem Dokument verschieben. Jetzt gucken wir doch mal. Platz Nummer 5 hier in Stuttgart in den Innenstadtkinos ist The Lost City, das Geheimnis der verlorenen Stadt. Auch ein sehr schöner Film. Ja, Platz 4. Everything, Everywhere, All at Once. Der neue Wes Anderson-Film, ne? Interessiert mich auch ein bisschen. Dann Fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnisse, immer noch gut dabei. Dann, genau, Platz 2, Downton Abbey 2, eine neue Ära. Und Platz 1, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, läuft dann ab nächste Woche dann auch im Gloria, also im großen, schönen Kino mit Atmos und mit allem Schnicki-Schnacki und auch in 3D und OV-3D und nur OV und ach, könnt ihr euch dreimal angucken in drei verschiedenen, viermal angucken in vier verschiedenen Versionen, wenn ihr Bock habt.
Also geht da rein. Doctor Strange, sehenswerter Kino-Blockbuster auf jeden Fall. Mal gucken, welche Filme sich dem entgegenstellen. Da beginnt es am 12.05. mit Meine schrecklich verwöhnte Familie, eine französische Komödie über einen Millionär, der seinen verzogenen erwachsenen Kindern den Geldhahn zudreht. Hatte ich nicht mal in der Sneak Preview? Den hatten wir in der Sneak, ja. Der kommt jetzt. Aber da war ich, glaube ich, nicht. Aber du hast ihn gesehen. Ne? Nee, aber ich war. Ja. Den hatten wir in der Sneak und in der Sendung hier. Ist aber lange her, Sendung oder? Nummer, in der Folge war es. Es startet auch Firestarter, Neuverfilmung des gefeierten Stephen King Romans um ein junges Mädchen, das das Feuer kontrollieren kann. Da bin ich gespannt, mit Zac Efron, Ryan, Kiara, Sydney Lemon. Das sah der Trailer ganz relativ krass aus, ja. Ich bin mir da nicht so sicher. Bin ich nicht so gehypt drauf auf den. Also, na, gehypt nicht, aber es sah interessant aus. Ja, der Firestarter, das war auch so ein Stephen King-Film damals. Da konnte ich auch nicht so richtig viel damit anfangen. Mit dem. Da waren irgendwie manche anderen, die hatten ja eh eine schwankende Qualität, die Stephen King-Verfilmung, muss man sagen. Ne? Und das fand ich war eine von den Schwächeren. Vielleicht haben sie es jetzt besser hingekriegt, mal gucken. Heinrich Vogeler aus dem Leben eines Träumers. Ein Dokudrama über Maler, Architekten und Gründer einer Künstlerkolonie und Worpswede. Hä? Gründer der Künstlerkolonie und Worpswede. Und Mark, hier sind lauter Schreibfehler. Marxist heißt das bestimmt, nicht Marxist. Marxist Heinrich Vogeler, okay. Ja, okay. Willi und die Wunderkröte. Ich weiß, es steht daran als Doku, aber ich möchte es trotzdem erwähnen. Zweite Filmadaption der Wissensserie für Kids mit Willi Weitzel von Dominik Wessely mit Markus Dietrich mit Willi Weitzel, Alice Streves. Ist Willi der von Willi will's wissen? Ja. Ja. Cool. Okay, ich habe ein was vergessen vorhin bei Nawalny. Und zwar Nawalny, der Film, läuft auch auf dem Dogfest in München. Und das findet nicht nur live statt, vor Ort, sondern auch digital. Man kann sich da anmelden und kann dann Nawalny auch, denke ich mal, hier unten finden Sie unsere Spieldaten, hat mir extra nämlich die Sachen geschickt. Genau, Doc, ich werde den Link mal mit reinposten. Da kann man sich das, genau, kann man ein Ticket kaufen und kann sich das online anschauen im Stream für das Dogfest, Dokufest München. Ja, 14. bis 15. Mai ist das. Ich weiß nicht, ob das im Stream dann auch schon eher geht oder nicht, aber würde ja auch reinpassen jetzt in die Neustarts. Also könnt ihr den Film, den wir besprochen haben, auch dort gucken. Okay. Was haben wir noch? Das Licht, aus dem die Träume sind. Drama. Indisches Drama. Bollywood vielleicht. Weiß nicht. Sieht danach aus. Genau. Dann Firebird. Ein Drama von Peter Rebane mit Tom Prio. Worum geht's denn da bei Firebird? Weißt du das gerade so ad hoc? Nee, warte, aber ich kann nachschauen. Firebird. Ich guck selber nach. Mach Estland mal den in den 70er nach. Jahren, der Kalte Krieg ist auf dem Höhepunkt. Oh je. Und da ist ein Soldat und seine Freundin verfallen beide einem kühnen Kampfpiloten. Die aufkeimende Liebe zwischen den Männern muss allerdings um jeden Preis geheim gehalten werden. Ja, okay. Weiß nicht. Okay. Dann läuft noch an Nico, das ist nicht mit Steven Seagal, der Actionfilm, sondern ein Film über eine deutsch-iranische Frau, die nach einem brutalen Angriff nicht mehr dieselbe ist. Ein starkes, frisches, authentisches und anmutendes Debütdrama. Okay, ich glaube, Little Mix können wir auslassen. Ja. Live im Kino. Blutsauger. Marxistisch angehauchte Meta-Horror-Komödie. Von Julian Radlmeier. Okay. Okay. Wie geht's denn da? Spielt in der Sowjetunion im Jahr 1928. Jetzt kommen viele solche Filme hier. Man will uns indoktrinieren hier. Schon mal. Wir sollen schon mal ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, oder was hier? Was uns da erwartet oder wie. Naja, also das war's mit den Neustarts, mit den Kino-Neustarts der Woche und mit den Charts. Und dann gucke ich mal ins Heimkino. Heimkino. Da habe ich, wie gesagt, die Rezensionsdisc bekommen. The Recon, der Hai. Ein Film aus dem Jahr 2022 von Lee Van Keet. Und der hatte vorher einen Film gemacht, der eigentlich ganz gute Beachtung gefunden hatte. Der heißt, glaube ich, Die Furie. Genau, ja, Die Furie. Der lief auch auf diversen Festivals.
Und deswegen hat er dann für seinen nächsten Film dann auch ein bisschen Mittel bekommen. Und es ist schon immer, ja, wenn du so ein, die Rezensionsdisc bekommst, dann kriegst du nur das Blatt. Und es steht keine Filmbeschreibung drauf, dass das da Schwan schon mal böse ist. Weil, wenn schon der Verleiher den Film schlecht zusammenfassen kann. Also, worum geht's? Erstmal, Hauptrolle spielt Alicia Silverstone. Die habe ich ja ewig nicht im Kino gesehen, ne? Dann spielt noch mit James Tupper, habe ich noch nie gesehen vorher. Und Deirdre O'Connell. Und in diesem Film macht ein Pärchen in Vietnam Urlaub. Hat wahrscheinlich der Regisseur da doch die Finger im Spiel gehabt. Ja, ich will es hier zu Hause drehen. Und die haben dann, ja, wie man es so aus anderen Urlaubsparadiesen kennt, haben die so ein Haus, was da so auf Stelzen ist, im Wasser drin, wo du dann gleich so ins Wasser reingehen kannst und so, ne? Und wie wir dann erfahren, nach gefühlt stundenlangen Gesprächen und immer wenn sie irgendwie schlafen geht, die Frau, man merkt, die hat schon eine an der Waffel, die hat ein bisschen psychische Probleme, schleppt die mit sich rum und hat da, sie hat da immer so komische Albträume und so, die wir dann auch sehen. Und wir erfahren dann mehr oder weniger, dass sie ihr Kind verloren hat bei der Geburt und das ist alles ganz furchtbar und so. Und das, deswegen haben sie dann einen Urlaub gemacht in Thailand, um das alles ein bisschen zu vergessen und hinter sich zu lassen. Und sie ist da ihrem Mann total dankbar, dass er sie da mitnimmt. Weil ich mich frage, ey, was ist das für ein Mann, ey, wenn der sich da nicht kümmert und so. Ganz, also ist irgendwie alles ganz, ganz, ganz weird. Und irgendwann, nach gefühlt stundenlangen Gesprächen und Albträumen und sowas und Langeweile, kommt dann so eine Mitteilung im Fernsehen, dass wohl ein Sturm aufzieht und ein Sturm wird kommen. Und ja, in Vietnam. Und ja, aber die sagen, ja, nee, dieses Hotel, das schickt denen auch nochmal so eine Warnung, ja, geht mal nicht raus und so, das ist Sturm und so. Aber alles nicht so schlimm. Und letzten Endes ist es dann halt doch schlimm, weil dieses Stelzenhaus, das bricht halt von den Stelzen ab und treibt aufs Meer hinaus. Und irgendwann, nachdem man wartet die ganze Zeit drauf, die gehen natürlich auch baden, denken, wann kommt denn jetzt der Hai oder irgendwas, passiert die ganze Zeit nichts. Und irgendwie, natürlich, als das Stelzenhaus dann aufs Meer treibt und irgendwie dann auch kaputt geht und sie sich dann so an Sachen festhalten und sich da extrem dämlich anstellen, also wirklich, weil der Mann, der verletzt sich dann auch natürlich noch und dann tropft Blut ins Wasser und so. Und es kommt immer noch kein Hai, man wartet die ganze Zeit drauf. Irgendwann kommt dann natürlich der Hai, auf den man die ganze Zeit wartet. Und nein, er kommt. Ja, aber das ist dann alles total schlecht gemacht. Also nicht auf so eine Art schlecht gemacht, dass man sagt, ja, man als Hai-Film-Fan, man findet es dann wenigstens lustig, sondern es nimmt sich alles dann auch sehr, sehr ernst und es hat natürlich auch diesen ganzen dramatischen Unterbau von dem ganzen Film und ja, nee, das wundert mich nicht, dass der jetzt doch nicht ins Kino gekommen ist, der Film, sondern gleich im Heimkino erscheint. Und ist jetzt nicht mal für Fans von so Hai-Filmen irgendwie halbwegs erträglich. Also, es war eigentlich schwer erträglich, weil man guckt eigentlich so, wie lange geht der Film? Steht es hier irgendwo? Steht natürlich nichts. Auf jeden Fall geht er zu lang und es ist die ganze Zeit eigentlich nur Palaver und man denkt sich, ah, Facepalm, ey, was ist das? Das ist total sinnlos, die Gespräche. Also ganz schlecht geschrieben, der Film. Und kein bisschen Spannung oder irgendwas, nichts drin und selbst als dann passiert, agieren die so dämlich und nee, ich habe mich so geärgert über den Film und die Effekte waren dann auch noch so schlecht und nee, also bestenfalls taugt der für Schläferz, wenn dann irgendwelche lustigen Kommentare noch kommen von Rütten und Kalkofe oder so, deswegen hatte ich den auch auf Twitter den beiden mal empfohlen, vielleicht sollen sie ihn mal mit aufnehmen für die nächste Staffel, aber ja, sonst schwer erträglich, also von mir irgendwie 2 Punkte oder so, oder was habe ich hier? Ach nee, habe ich noch nichts drin stehen. So viel. Ich glaube, war irgendwie bei 2,5, ich gebe mal 2 Punkte. Ja. Und sie möchten die Rezensionsdisk auch noch, das Rezensionsexemplar nach Ansicht bitte wieder zurücksenden. Das werde ich sehr gern tun. Dann kann auch jemand anders Freude damit haben. Und ja, dann sind wir ja soweit durch mit den gesehenen Filmen. Dann gucken wir mal ein bisschen in die Serien rein, die wir noch zu besprechen haben. Serien. So, wir hatten ja auch noch eine
zugeschickt bekommen. Die hatte ich euch auch schon gegeben, habt ihr aber noch nicht ganz geschafft reinzuschauen. Und zwar handelt es sich um Wellington Paranormal. Da haben wir Staffel 1 bis 3 zur Verfügung gestellt bekommen, also auf 3 Discs, was aber jetzt nicht so viel ist, wie es klingt. Das sind jeweils immer nur so, ich glaube so 6, 7, 8 Folgen oder so. Und ist deklariert als eine Horror-Komödienserie aus Neuseeland. Deswegen Wellington Paranormal. Und die Serie ist so ein bisschen Mockumentary-Style gemacht. Wir sehen da so ein paar Polizisten, die am Anfang, erste Folge ist schon sehr, ist da so eine junge Frau mitten in der Stadt und die verdreht da ihren Kopf so komisch und kotzt die ganze Zeit Schleim unaufhörlich, ne, so ganz, das sieht sehr lustig aus, jetzt nicht irgendwie eklig gemacht und so. Die sagen immer, ey, Mensch, hören Sie doch mal auf und so. Und das ist so, so ganz weird gemacht und so. Und so. Ey, das kann doch nicht gesund sein, dass jemand hier so minutenlang und so. Und als sie dann zurückkommen, eröffnet denen ihr Chef von der Polizeiwache, dass er sich ja schon immer mit solchen paranormalen Sachen beschäftigt und nimmt sie dann mit in sein geheimes Zimmer, wo ganz, ganz viele Artefakte und Bücher und Literatur und alles Mögliche drin ist und Notizen und sonst was. Und dann versuchen sie natürlich auch immer, wenn irgendwas auftritt, irgend so ein Fall, dann gehen sie erstmal raus und dann besprechen sie es mit ihrem Chef. Ja, da habe ich schon mal gehört, hier, das gibt's hier so und so. Also da gibt es natürlich auch, was weiß ich, zweite Staffel dann schon so mit irgendwelchen Kornkreisen und mit Aliens, die da gelandet sind und sonst was alles. Ne? Und immer die zwei dämlichen Polizisten. Also der eine, die Frau ist ja noch echt ganz cool drauf und kann klar denken und so. Der Typ, der ist noch ganz furchtbar, den sie da zugeordnet bekommt. Und blöderweise waren aber die zwei am Anfang dabei, als sie das erste paranormale Phänomen entdeckt haben. Deswegen müssen die zwei jetzt da eben in Zukunft diese Geheimeinheit Wellington Paranormal leiten, weil die wollen natürlich das Geheimnis nicht mit zu vielen teilen. Das ist damals wie bei Akte X oder so. Es war ja nur ein kleines eingeweihtes Team, das wusste, dass es diese X-Akten gibt und so ähnlich. Sie referenzieren auch selber, vergleichen sich ein bisschen mit Akte X und so. Also ist jetzt nicht der ganz große Riesenwurf, aber es hat mir echt Spaß gemacht. Ich habe jetzt schon, bin jetzt fast bei der dritten Staffel und habe das durchgeguckt, weil die Fälle sind eigentlich immer so herrlich absurd, ne? Wenn sie dann irgendwo hingehen, da gibt es dann, was weiß ich, so ein Haus, wo immer jede Nacht eine Party ist, gibt es Ruhestörungsmeldungen und aber in dem Haus wohnt eigentlich seit vielen Jahren überhaupt niemand mehr und dann stellen sie fest, dass da vor Jahren mal ist da was Schlimmes passiert und dann kommen die Geister halt zurück und so. Und dann holen sie noch so eine Geisterbeschwörerin und die konfrontieren sie dann damit und ach, herrlich. Also vielleicht guckt ihr doch mal rein. Ich habe ja mal euch mal die Discs gegeben und wenn es euch gefällt, dann könnt ihr auch mal drüber sprechen in einer nächsten Folgen. Ich drücke das auch meinen Kollegen auf von Fortsetzung folgt und dann werden wir es dort auch noch mal auswerten, weil ich fand es echt nice. Also ich gebe da doch mal 7,5 von 10 in dem Bereich so Serien. Horror sehen. Hat viel Spaß gemacht. Guck da mal rein. War viel besser als der Hai, obwohl es von demselben Verleiher war. Genau. Wollen sie die eigentlich auch zurückhaben? Ach ja, die wollen sie auch zurückhaben. Schade. Die hätte ich gern behalten, aber gut. Da kann auch jemand anders dann Freude damit haben. So. Moon Knight, finale Episode, würde ich sagen. Dann hauen wir gleich mal einen Spoiler-Tag rein hier. Das geht, glaube ich, nicht ohne. Achtung, Spoilerwarnung. So, Moon Knight, wer möchte anfangen? Kate. Ach Mensch, was war das für eine schöne Serie. Ach, ich fand das so schön. Das war so herrlich. Und die letzte Folge war einfach cool, weil ich hatte ja die Vermutung, dass da noch eine dritte Persönlichkeit ist. Also Chris hatte die Vermutung auch. Und die letzte Folge war eher so, ja, vielleicht dann doch nicht. Und am Ende hatten wir halt einfach recht. Und das ist schön. Ich freue mich, wenn solche Pläne... Wo die plötzlich alle tot waren und keiner von beiden wusste es. Ja, genau, genau. Klar, aber das war immer nur so ganz klein angehaucht. Mhm. Aber es wurde ja nie gesagt und es kam auch nicht nochmal zur Debatte. Ich finde es schön, dass sie es aufgegriffen haben und dass es tatsächlich so ist, wie viele vermutet haben dann und auch wie sie es gezeigt haben, fand ich auch richtig gut. Ja, und grundsätzlich, die Folge fand ich cool, weil
man hat ja erst so den Moment gehabt, wo man sich nicht sicher war, ist diese Anstalt echt oder nicht? Und dann wird ja aufgedeckt, warum Steven existiert und wie Mark existiert und etc. Und diese letzte Folge hat es jetzt einfach nochmal, finde ich, auf die Spitze getrieben und eben einige offenen Fragen für mich geklärt. Aber ich hätte gern noch 15 weitere Folgen. Also ich finde einfach den Charakter und diese Figur sehr, sehr cool. Und ich mag einfach Steven und Mark. Ich finde es halt immer so faszinierend, dass es ein Schauspieler, der halt zwei komplett verschiedene Persönlichkeiten spielt, indem er sich einfach anders bewegt, anders spricht und andere Mimik hat und das halt innerhalb von Sekunden ändern kann. Ich finde es einfach nur mega faszinierend. Ich fand ich weiß nicht, wie Marvel das immer wieder schafft, da neue geile Serien rauszuhauen und immer so verschiedene nur nicht ganz sicher. Arten und Stile von Serien. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie der, in Anführungszeichen, der normale Marvel-Zuschauer, wie der das aufnimmt, weil der ist ja doch schon ein bisschen arthausig, würde ich es mal so sagen, mit diesen verschiedenen Charakteren und so weiter, Schizophrenie oder sogar, weiß nicht, wie es bei drei Personen heißt, ist dann Trizophrenie oder keine Ahnung. Multiple Persönlichkeitsstörung. Ja, irgend sowas, ne? Das ist ja doch schon, also selbst bei der Folge, wo es dann, die dann plötzlich in diesem Irrenhaus geendet ist, da könnte ich mir denken, dass da schon viele raus waren, weil die gesagt haben, was denn jetzt oder so. Also man muss da schon ein bisschen nicht gut mitbringen. Glaube ich nicht, weil WandaVision war am Anfang ja auch sehr undurchsichtig. Das fing ja genauso weird an. Wo man nicht wusste, was soll das? Warum haben wir jetzt hier eine Schwarz-Weiß? Was ist hier los? Das stimmt. Und das war dann wieder weg bei Loki und bei Winter Soldier. Und jetzt ist es halt wieder da. Also bei Loki, das fand ich schon sehr, also mit diesen verschiedenen Ebenen, Zeitstrahlen, das war schon sehr verkopft auch, ne? Ja, aber anders verkopft als jetzt dieses plötzlich sind sie in der Anstalt. Also, und bei Loki rechnet man irgendwie damit. Wenn wir jetzt einmal bei Loki sind, ne? Wir hatten ja das Thema mit diesen Zeitstrahlen oder wo die Zeitlinie kaputt gegangen ist. War das jetzt der Effekt bei Multiverse of Madness oder war das der bei Spider-Man mit den vielen verschiedenen? Das, was wir bei Loki gesehen haben, wo das so ganz viel abzweigt, wo die Alarm geschlagen haben. Ich glaube, das war Spider-Man. Ja? Okay. Ich glaube schon. Es sollte ja auch ursprünglich eigentlich, ich habe nochmal nachgeschaut gestern Abend zu Hause, weil ich war mir auch nicht ganz klar, Strange sollte eigentlich vor Spider-Man ins Kino kommen. Und genau, das wäre auch interessant gewesen. Aber durch Corona und durch die Produktion hat es nicht ganz geklappt. Und ich hatte tatsächlich auch gedacht, dass das Chaos, das Peter angestellt hat im Spidey-Film, zu dem Multiverse of Madness führt. Also dass das quasi der Film mit Doctor Strange dann andere Auswirkungen aufgrund dessen, was in Spider-Man passiert ist, aufwirft und dass er damit handeln muss. Aber das mit der America hatte ich nicht gedacht, dass es damit zu tun hat dann. Ich habe halt gedacht, da sind noch irgendwelche anderen Probleme durch die Fenster gekommen und durchs Multiversums Kollisionsgedöns und nicht nur die von uns gesehenen Spideys. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht hat es damit zu tun, aber dann war die Storyline dann doch anders. Also auf jeden Fall bei Moon Knight. Ich mag ja Ägypten sowieso und diese ganze Mythologie und sowas. Ich habe schon etliche Tempel mir angeschaut in Ägypten und so live und so. Ich mag, dass es auch so ein bisschen einen tatsächlichen Unterbau hat, dass es nicht Quatsch ist, was die erzählen mit diesen Göttern und so. Das gibt es ja alles wirklich. Und diese, auch die Art, wie es gedreht ist, das fühlt sich schon, man merkt, dass es von dem Ägypter auch gedreht wurde und so. Also das ist jetzt nicht irgendwie so Hollywood Produktion. Es sieht nicht aus wie alles andere auch, sondern es sind halt immer schon so ein paar Sachen drin, die so passen und es wurde ja auch teilweise dort gedreht auch. Das fand ich sehr, sehr schön. Was ich auch sehr schön fand, jetzt wo wir die ganze Serie oder die Staffel abschließend, die ganze Serie ja auch, weil es gibt ja nichts weiter,
ist, dass es sich einfach so völlig vom MCU entkoppelt, dass das so seine eigene Geschichte, dass da nicht irgendwie mal so Spider-Man in einem Nebensatz fällt oder sowas. Hm. Oder irgendwas, ihr wisst, was ich meine. Das hast du ja in jedem, hat man gestern auch bei Doctor Strange, da fielen ja ständig irgendwelche Querverweise oder treten irgendwelche Leute auf. Das fand ich so schön und angenehm, dass man hier mal nicht so überlegen muss, ja, wo findet das jetzt gerade statt und was könnte das für Interferenzen geben oder irgendwas, sondern wirklich so völlig in sich geschlossen. Er wird natürlich dann, wie wir ja wissen, auch mit in das MCU irgendwo mit auftreten. Aber wie und was und warum und weshalb und es war eigentlich... Werden wir sehen. Es war eigentlich, nur ein Satz noch, es war eigentlich, die ganze Staffel war eigentlich eine riesenlange Origin-Story. Ja, meines stimmt. Erachtens, um einen neuen Charakter aufzubauen, der eine sehr schwierige Origin-Story hat. Er wird halt nicht von einem Tier gebissen und verwandelt sich dann ein bisschen in das Tier oder hat die Fähigkeiten, Sonderfähigkeiten von irgendwas oder wird mit irgendwas bestrahlt und ist dann plötzlich was, sondern der hat ja eine spezielle Geschichte, die es auch wert ist, mal lang und breit zu erzählen und fand ich sehr spannend und hat mir viel Spaß gemacht, die Staffel. Ja, das definitiv. Kann ich mich echt nur anschließen. Weil, war was ganz anderes, war krass aufgebaut, war auch wieder zwischen irgendwelchen Welten. Und das ist ja auch wieder, wenn man jetzt sieht, wir haben mit Strange hatten wir hier das Multiversum, was im Kino läuft. Dann haben wir mit Loki die Zeitstrahl-Theorie, die wir auch in den Filmen schon hatten. Bei den Avengers. Dann haben wir jetzt wieder die Götterwelt nochmal, die wir eigentlich mit Thor ja auch schon haben und das auch nochmal ausgebaut, aber halt jetzt ägyptische Götter und nicht irgendwie andere Götter. Und das wird bei Love and Thunder auch nochmal größer werden, das wissen wir ja jetzt schon. Deswegen, also meine große Sorge bleibt dabei immer noch, dass sich Marvel irgendwann da drin jetzt verzettelt wird, mal. Das ist also so richtig verzettelt und das dann komplett weird einfach wird und einfach alles ja irgendwie halt zusammenpasst, aber oder auch nicht. Deswegen keine Ahnung, aber ich fand Moon Knight auf jeden Fall sehr, sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass da auf jeden Fall nochmal was kommen wird. Hätte er verdient. Oscar Isaac sowieso. Oscar Isaac, absolut großartiger Schauspieler. Hands down. Mich ein bisschen gewundert hat, dass hier bei der letzten Folge, sonst kam immer irgendwelche moderne ägyptische Rap, Rockmusik oder irgendwas, Popmusik. Bei der letzten Folge war aber ein amerikanischer Song in den Ending Titles. Das war ein bisschen überraschend für mich jetzt, weil ich habe dann immer... Ja, vielleicht auch ein Fingerzeig, wohin es geht. Ja, ja. Dann, was man aber bei Moon Knight auch noch sagen muss, allein dieses Verstecken von QR-Codes, die, wenn du sie abscannst, dich zu einem Comic führen und solche Späße, einfach cool. Habe ich nicht gemacht. Ja, aber einfach cool. Ja, ja. Kann man machen. Solche kleinen Easter Eggs sind immer cool. Aber genau. Ich liege da schön bei mir oben auf der Couch mit dem großen Fernseher. Da gucke ich immer, weil die ist ja halt doch ein bisschen gruselig. Und da muss ich aufpassen, dass ich da wirklich Ruhe habe, dass da keiner reingeschneit kommt irgendwie. Und genau, dann liege ich da so schön. Da habe ich keine Lust, mein Handy zu greifen oder zum Fernseher zu rennen, irgendwie Stopp und nochmal zurückspulen. Ja, aber da gibt es ja genügend Leute im Internet, die das machen, wo man sich das dann einfach so mal ziehen kann, ohne genau, dass man es selber macht. Okay, cool, ja. Aber schöne Serie, unbedingt anschauen. Was kommt jetzt als nächste Serie von MCU, wissen wir da schon was? Oder Marvel? Miss Marvel. Ach, Miss Marvel, okay. Ich glaube, dass das die nächste ist, ja. Okay. Jetzt kommt erstmal Obi-Wan. Ja, nicht Marvel. Okay, na dann. Also, Empfehlung auf jeden Fall Moon Knight. Okay, wer es jetzt gehört hat im Spoiler-Talk, der wird es ja eh geguckt haben. Okay, dann machen wir den Spoiler-Talk wieder raus hier. So, brauch noch kurz. Und, okay, Rätsel nicht, ne, oder? Hätte ich was machen müssen? Hattet ihr letzte Woche ohne mich gerätselt, oder? Nein. Aber irgendjemand hat das Kreuz gelöscht hier. Okay, ich verstehe. Dann gehen wir gleich in die, gehen wir gleich in die Musik rein. Music. Ich dachte, ihr habt ohne mich gerätselt letzte Woche. Dann wärst du jetzt trotzdem wieder dran. Aber ja. Nächste Woche. Du bist nächste Woche dran. Punkt. Okay. Okay. Einfach gut. Was packst du denn auf die Playlist? Ich packe auf die Playlist. muss ich selber nochmal gucken. Neon Trees, Everybody Talks.
Chris, du packst was aus dem Trailer. Ja, und das hat mich jetzt echt ein bisschen überrascht tatsächlich. Also, aber ich saß gestern dann drin und habe gesagt, okay, das war das, was mich getriggert hat. Dass ich mal wieder auf den Song kam, auch von Gary Rafferty, Baker Street. Hm. Als der tollsten Soli von einem Saxophon, wo gibt. Echt cooler Song. Gab so mal ein blödes Remake in den 90ern, kann ich mich erinnern. Ich glaube, von Undercover war das, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ich hätte auch fast eigentlich einen Song aus einem Trailer nehmen können, den ich jetzt ein paar Mal gesehen habe, nämlich den Lightyear-Trailer. Kennt ihr bestimmt auch hier. Ja. Der läuft jetzt immer. Und ich werde mit meinem Kleinen auch reingehen, wenn der Film läuft. Da kommt von David Bowie Starman, da habe ich ja schon mal draufgepackt. Haben sie eine spezielle Version drauf. Das mag ich ja total. Deswegen, ich mache was ein bisschen Fröhlicheres jetzt mit frühlingshaften Temperaturen von Tales of Nebelheim, Sailorman's Chant. Genau, kann man ein bisschen mitfeiern. Und jetzt geht ja auch die Festivalsaison wieder los. Und ich freue mich auch auf diverse Konzerte. Und endlich geht es wieder los. Geil. Okay, dann sind wir durch für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Lasst Kommentare da, schreibt uns Nachrichten ganz fleißig, ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Und vielen Dank an alle, die uns auf Patreon sponsoren immer noch. Und euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Bis morgen im Kino oder bis nächste Woche dann zur Aufnahme. Tschüss. Auf Wiederhören. Wiederhörnchen. Tschüss. Der Kinocast.